Herr Heitz macht einen Tee, wie man sieht. Das ist immer gut. Ganz wenig Teebeutel. Das ist alles mit drauf. Ja, logisch. Wenn die Leute sehen. Das muss auch authentisch sein. Ja, das muss authentisch sein. Hallo und herzlich willkommen zu It's Fong. Ich bin Isa und heute gehe ich mit dem Kai zur Lesung von Markus Heitz und vorher darf ich ihn sogar noch interviewen. Ja, wir sind jetzt hier im Gespräch mit Markus Heitz, bevor die Lesung losgeht. Jawohl. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Ich freue mich riesig. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, ist am 1. März sein neues Buch erschienen, das Teufelsgebetbuch. Und heute wollen wir über den Urban Fantasy Thriller sprechen. Ja, erzähl uns doch vielleicht erstmal in ein paar kurzen Sätzen, worum es geht. Ich habe eben kurz so vor mich hingelächelt, innerlich, weil geht es schon los, was ist es jetzt? Urban Fantasy, Mystery, Thriller? Ja, wir wissen es nämlich, also wir haben vorsichtshalber außen drauf geschrieben Roman. Ja, das stimmt nämlich immer. Ich würde tatsächlich sagen, eigentlich ist es ein Mystery-Thriller, eigentlich mehr Thriller und mit ein bisschen Mystery-Elementen, weil ganz viel in unserer Realwelt spielt und ganz viel Historisches drin ist. Ja, und schön, dass du es sagst. Im Nachwort hast du ja geschrieben, dass der Historiker in dir sich gefragt hat, wo kommt denn das Kartenspiel her? Gab es einen Moment, der dich dazu gebracht hat, darüber muss ich jetzt ein Buch schreiben? Nee, es war das ständige Verlieren in Mau Mau, wo ich mir... Und ja, man guckt mir die Karte so an, als ob die Karte schuld wäre am schlechten Spiel. Und überlegt so, wo kommst du eigentlich her, du Ding? Ja? Bis ich die Frage nicht beantworten konnte. Also dann, ich saß und dachte mir, stimmt, wo kommt die Karte eigentlich her? Und dann habe ich mich so umgehört und auch bei Lesungen, als ich bekannt war, dass ein Buch von mir kommt in diese Richtung, bei Lesungen einfach immer den Test gemacht, wer spielt Karten, egal ob Mau Mau, Canasta Bridge, Magic, Yu-Gi-Oh, Uno, Quartett, was auch immer. 99,9% heben die Hand, aber fast 0% wussten, wo das Kartenspiel herkommt, ist logisch. Mhm. Und mir ging es ja am Anfang genauso. Ist ja nicht so, dass ich hier die blendende Ausnahme gewesen wäre. Und das fand ich super spannend. Auf sowas wartet man immer, dass du was hast, das jeder kennt. Aber sich hat noch niemand so richtig viel Gedanken darüber gemacht. Das ist das Beste. Und was hat dich dann dazu gebracht, dir ein eigenes Kartenspiel auszudenken? Ja, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt schon ein Buch über ein Kartenspiel mache, ein mysteriöses Kartenspiel, dann hätte ich auch gern ein eigenes Kartenspiel selber dazu. Mhm. Und die Dame, die auch schon diverse Cover von mir entwickelt hat oder für Bücher von mir, Anke Kuppmann, die hat in dem Fall auch das Kartenspiel, das Design gemacht, weil die auch ganz viel kartennarrisch ist, narrischer als ich mitunter. Die kann Kartentricks, ich nicht. Ich habe es geübt. Ich finde diesen Kartentrick so super toll, wo Menschen so tun, als ob sie Karten aus der Luft fischen. Mhm. Ich habe geguckt, wie das funktioniert. Ich habe es zu Hause geübt. Und habe es gleich wieder sein lassen, weil ich gemerkt habe, du brauchst Monate, wenn nicht Jahre, um das so drauf zu haben, dass es cool aussieht, sonst ist es halt nur peinlich. Man kann zwar auch ein Gag draus machen, aber... Und so kam dann eins zum anderen, ein Buch, ein Kartenspiel, ein eigenes Kartenspiel, dann brauche ich ein eigenes Regelwerk, damit es erst so richtig knallt. Mhm. Und das war mir dann einfach ein Anliegen und das musste einfach sein. Mhm. Und ein Lied gab es dann auch noch dazu. Mhm. Weil jeder Bond hat seinen eigenen Song. Ich dachte mir, warum macht man das bei Romanen eigentlich nicht auch? Also, dass man für einen Roman ein eigenes Lied schreibt. Und habe einen befreundeten Komponisten, Markus Gorstein, gefragt, ob er Lust hätte. Mit dem mache ich Musicals und so ein paar andere Sachen. Und Nina Lianin war dann die Sängerin und zack, ich habe auch das Lied dazu. Ja, super. Und ja, du hast ja richtig viel Recherche betrieben, bist da auch über einige historische Ereignisse und Personen gestolpert. Aber im Buch ist dann herausgekommen, beziehungsweise hast dich dafür entschieden, diese Leipzig-Storyline einzubauen. Wie bist du darauf gekommen, beziehungsweise was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht, genau das zu nehmen? Na, eigentlich ist mir die Entscheidung abgenommen worden durch die Geschichte selber. Mhm. Also buchstäblich die Historie, weil ich geguckt habe, wo kann ich denn ansiedeln, das Historische. Und da gibt es Altenburg, das ist in der Nähe von Leipzig. Da gab es ganz viele Kartmacher und die sind nach Leipzig gegangen. Da habe ich gedacht, okay, gut, dann gucke ich nach, wer in Leipzig Karten gemacht hat. Dann gibt es die Familie Breitkopf, die kam später ins Spiel. Und bei der Familie Breitkopf gab es dann plötzlich Goethe, der ein guter Freund der Familie war und der hat in Leipzig studiert. Und dann dachte ich, es kommt wieder eins zum anderen. Also ich kam nicht um Leipzig rum, Goethe war mit dabei. Da dachte ich mir, naja, wenn ich jetzt schon in der Zeit bin und Goethe ist in Leipzig, dann kann ich zumindest meine Version schreiben, wie er vielleicht auf die Idee für den Faust kam. Also warum der Mephisto so aussieht, was in Auerbachs Keller alles so passiert ist. Das habe ich damit aufgenommen. Ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, da einen Goethe drin zu entdecken. Ja. War auf jeden Fall ein cooler Moment.
Ja gut, dann kommen wir mal zum Thema der Orte. Also du hast ja richtig viele Orte benutzt, gehst dann nach ganz Europa bzw. auch nach Südamerika. Sind manche Orte davon ausgedacht oder hast du viele davon auch selbst besucht? Südamerika fehlte mir die Zeit, um es mal vorsichtig zu sagen. Afrika war ich auch nicht. Also ein, zwei Orte habe ich dann schon besucht. Mhm. Also im Casino Baden-Baden war ich, um vor Ort mal zu gucken, wie das überhaupt so aussieht. Ein, zwei Orte sind, in Leipzig bin ich halt sehr gerne und oft, also das gehört auch einfach mit dazu. Auch die historischen Weinstuben in Auerbachs Keller. Die meisten kennen nur vorne diese große Halle, aber hinten die historischen Weinstuben sind sehr klein, da muss man auch anmelden, wenn man durch möchte und besichtigen, das nur so als Info. Nicht von vorne runtergehen und sagen, ah, das ist Auerbachs Keller. Nein, das ist nicht der historische Keller, das ist ein anderer Auerbachs Keller. Also schon, aber anders. Und wenn man solche Impressionen hat von Orten, die man besucht hat, dann wirkt es eben einfach noch lebendiger. Mhm. Und wie bist du auf den Startpunkt Baden-Baden gekommen? Viele Autoren hätten da wahrscheinlich irgendeine Großstadt genommen. Aber ja, Baden-Baden, ist Baden-Baden so berühmt für seine Casinos? Oder? Baden ist extrem berühmt für seine Casinos. Mhm. Es gibt so einen ganz berühmten Roman, der Spieler heißt der, der sich schon genau dort mit diesem Thema beschäftigt im Grunde. Was Glücksspiele, was Kartenspiele auch alles Negative anrichten kann. Also jetzt, das ist keine Verherrlichung des Glücksspiels, der Roman, sondern ganz im Gegenteil. Die Hauptfigur ist ein gescheiterter Glücksspieler, der ganz viel Schulden hat, der Privatinsolvenz anmelden musste, der durch Glücksspiel seine Beziehung ruiniert hat und ausgerechnet er kommt jetzt wieder ungewollt in Kontakt mit einer besonderen Spielkarte und dann beginnt nicht gerade wieder alles von vorne für ihn, aber es wird schon eine ziemlich harte Prüfung. Und Baden-Baden ist natürlich sehr bekannt für sein Casino und für viele Glücksmomente, aber auch viel Tragik, die dabei entstehen kann. Ja, gut, dann kommen wir noch mal ein bisschen zu dir persönlich. Als Autor liest man ja bestimmt auch ziemlich viel. Nee. Okay. Ich schreibe ziemlich viel und deshalb komme ich auch nicht mehr so viel zum Lesen. Also wenn ich was lese, dann sind es meistens Hintergrundsachen, eben jetzt für den Roman irgendwas zu recherchieren. Oder es hat mit dem, was ich lese, gar nichts zu tun. Was ich schreibe, gar nichts zu tun. Also keine Fantasy, kein Horror, kein Science Fiction, das ist ganz wichtig. Okay. Ja. Das ist ja auch mal interessant. Und was hat dich denn eigentlich zum Schreiben gebracht? Wann hast du angefangen und wie? Also es gab kein traumatisches Erlebnis. Ich bin nicht vom Pferd gefahren oder ich wurde nicht vom Blitz getroffen. Es war einfach nur plötzlich der Wunsch, der da war. Nach unzählig vielen Büchern, die ich gelesen habe als Kind, war plötzlich der Gedanke da, auch Geschichten erzählen ist total cool, Geschichten erfinden ist super. Mhm. Und mit 14 ging das los und seitdem hat es nicht mehr aufgehört. Nur die Geschichten wurden halt länger, die ich erzählt habe. Mhm. Es ging los mit der DIN A5 Kurzgeschichte. Da wurden irgendwann DIN A4 Blätter draus und dann wurden mehrere DIN A4 Blätter draus. Und so ist das dann positiv eskaliert. Ich sag's mal vorsichtig. Mhm. Ja, ich habe gelesen, du kochst gern. Ja. Was ist dein Grundrezept für einen guten Protagonisten? Oh, das ist aber sehr schön gebaut. Er darf gerne cool sein, er muss Geheimnisse haben und er muss ein bisschen gebrochen sein in sich. Also nur strahlende Helden finde ich persönlich sehr langweilig. Oder es schon wieder so strahlend hält, dass er nicht sieht, dass er eigentlich genau das Gegenteil davon ist. Das einfachste Beispiel, das man eben sofort versteht, sind eben Kreuzritter oder auch Darth Vader. Beide würden nie sagen, dass sie zum Beispiel die Bösen sind, weil die immer davon ausgegangen sind, dass sie eigentlich, sie wollen ja das einzig Wahre. Also so kann man es auch überdrehen. Es muss ja nicht gerade die Liga Bedarf Wälder sein oder irgendein Kreuzritter, aber eben ein Geheimnis und etwas, was ihn gebrochen hat oder was einen Riss in dem hinterlassen hat, was er ist. Das ist schon sehr wichtig. Mhm. Ja, und was für Projekte hast du als nächstes? Projekte gibt es bei mir immer. Das ist ja das Coole an meinem Beruf, an meiner Berufung, an meinem Job. Das ist auch kein Job. Das ist schwierig zu sagen, was ich eigentlich mache. Eigentlich habe ich den ganzen Tag Spaß. Das klingt komisch, aber es ist tatsächlich so. Ich habe den ganzen Tag Spaß mit den diversesten Projekten, ob das jetzt Buchprojekte sind, ob es Kooperationen mit anderen Kreativen sind, im Musikbereich, im Kurs mit Blind Guardian, mit irgendwelchen gestalterischen Menschen. Ich habe nur tatsächlich nie so richtig einen Moment, wo ich sage, warum tue ich das eigentlich? Ganz im Gegenteil. Mhm. Dieses Jahr kommt noch mindestens ein Roman, der zweite Teil von Vedora. Letztes Jahr kam der erste Teil, ein fantastisches Setting in einer Wüste, ohne Elfen, Orks, Trolle und sowas, was man eben aus der High Fantasy kennt, sondern ein ganz anderes Setting. Eine Handelsstadt. Letztes Jahr gab es den Auftaktroman dazu, dieses Jahr gibt es einen zweiten Teil, aber man kann es ja unabhängig voneinander lesen. Nächstes Jahr gibt es natürlich auch wieder mindestens zwei Bücher, wobei
Ich bin noch nicht ganz sicher, was es wird. Nicht, weil mir nichts einfällt, sondern es ist ein Luxusproblem. Ich habe zu viele Ideen darum liegen. Also es drängen drei Projekte gleichzeitig, ob sie nächstes Jahr dann gedruckt werden dürfen. Und dann muss ich erstmal so in mich gehen und Ende des Jahres tatsächlich erst entscheiden, was ich dann nächstes Jahr mache. Also was nächstes Jahr erscheinen soll. Man muss wissen, es liegt normalerweise, kann man halt sagen, schon ein halbes Jahr dazwischen, zwischen Abgabe eines Romans und bis er erscheint. Das heißt, bis spätestens November muss der Roman fertig sein, der nächstes Jahr im Frühjahr kommt. Und wie lange sitzt du ungefähr an so einem Buch oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich brauche für einen Roman von der Dicke ungefähr von das Teufels Gebetbuch oder sagen wir um die 600 oder 500 Seiten, 4 Monate. Mhm. Von der ersten Idee bis zum fertigen Schluss. Ganz subversiv. Von der ersten Idee bis zum Schluss. Das ist völlig neue Deutungsform der Formusgabe, das ist ja Wahnsinn. Das ist eben so ein Insider-Ding. Ja, das ist nicht der Schweigefuchs. Nein, nicht der Schweigefuchs. Das ist mit die Pommesgabel und für die Metal-Fans ein Motorhead. Ace of Spades passt ja perfekt zum Buch. Ich schweife ab. Zuerst ist die Idee, die gestalte ich aus. Daraus wird ein Plot, ein Fahrplan, wo genau festgelegt ist, was passiert im Roman, wie die Charaktere agieren sollten im besten Fall. Das tun sie ja auch zu 80%. Und wenn das steht, muss ich mich nur dran langhangeln. Und nach ungefähr 2 Monaten ist der erste Durchgang fertig. Und dann wird 2 Monate geht es noch ums Schleifen, ums Nachbearbeiten. Ich kriege Rückmeldung von Testlesern und vom Lektorat. Und nach 4 Monaten ist der Roman dann fertig. Mhm. Und wo holst du deine Inspiration her, wenn du so viele Ideen gleichzeitig im Kopf herumschwirren hast? Das ist, wenn ich das wüsste. Vielleicht will es gar nicht wissen. Hauptsache es funktioniert. Das ist viel wichtiger. Ja? Also ich muss nicht wissen, woher es kommt. Es ist nur gut, dass es so bleibt. Vielleicht denken kreative Hirne einfach ein bisschen anders als so die eben, ich sag mal, normale Hirne. Ich weiß es nicht. Man muss ja wahrscheinlich ein Tick anders drauf sein als andere Menschen. Glaube ich jetzt, ich weiß es nicht. Aber ich versuche es mal immer zu vergleichen mit, du gehst mit dem Kind spazieren und da liegt ein Stück Holz auf dem Weg. Und der Mann denkt dann sofort beim Holz, Feuer, Fleisch, Essen. Yay. Und das Kind hebt den Stock auf und dann ist es plötzlich ein Schwert, ein Zauberstab, ein Hexenbesen. Es kann ein versteinerter Finger von einem Riesen sein. Also das Kind hat plötzlich, weil es noch vielleicht einen Tick unrealistischer denkt, viel mehr Optionen, was dieser Stab sein kann oder was er wohl gewesen war, wenn man so möchte. Und so ähnlich funktioniert, glaube ich, auch die Kreativabteilung. Du siehst irgendwas, du starrst eine Spielkarte an, du machst dir Gedanken zu irgendwas, was du siehst und plötzlich gehen dir irgendwelche Kreativzahnräder los, die du auch gar nicht aufhalten kannst oder willst. Also reinfassen ist immer eine dumme Idee. Und dann passiert was. Cool. Ja, und was machst du, wenn du mal nicht schreibst oder als Autor tätig bist? Das ist eigentlich bin ich immer irgendwas am Bauen. Also es gibt selten Gelegenheiten, wo ich nur rumsitze und nichts tue. Also wenn, muss ich mich dazu zwingen. Und dann ist es meistens unmittelbar nach der Abgabe eines Romans oder wenn so der erste Durchgang fertig ist. Dann sagt man hier so, jetzt machen wir was ganz anderes, um später wieder mit neuen Augen, mit neuem Denken nochmal an den Roman ranzugehen, damit ich Dinge sehe, die ich jetzt vorher so nicht gesehen hätte. Dann ziehe ich mir erst normalerweise sämtliche DVDs der letzten 9 Filme rein, die an mir vorbeigegangen sind. Oder ich lese Bücher, wie gesagt, die nichts damit zu tun haben, was ich mache. Mhm. Ja, super. Vielen Dank. Ja, gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben viel über dich gelernt. Ich hoffe, ihr fandet es auch interessant. Und jetzt sind wir bereit, in die Lesung zu gehen. So, wir sind heute auf keiner normalen Lesung, sondern einer Lesung mit Kartenturnier, weil es ja passt. Und wir wurden jetzt alle beide gezogen und dürfen mitspielen. Und erstmal gibt es jetzt noch eine Signierrunde und wir sind gespannt. So,
es ist geschafft. Wir haben leider nicht die Reise nach Baden-Baden gewonnen, aber es war trotzdem ein super cooler Abend. Und ja, das war's jetzt von meinem Video. Vielen Dank nochmal an den Knauer Verlag, dass ich herkommen durfte und das Interview führen durfte. Und ich hoffe, dass auch euch das Interview gefallen hat. Und ich muss hier gerade Treppen runterlaufen. Ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!